Wir müssen die bekämpfen! Kurze Talkrunde, ja. Wir können hier nicht einfach rumsitzen und zuschauen, während sie den Schwachsinn verbreiten. Ich bin auch sauer, aber ich kann nicht zustimmen. Wenn wir handeln, fallen wir nur drauf rein. Ist mir egal, ich bin dagegen. Leute denken, wir sind erbärmlich, dass wir auf Vater diskutieren, während wir hier eingesperrt sind. Ja, ich darf ja nicht mal sagen, dass ich noch lebe. Er lässt seinen Arm fallen. Ich habe nicht so weit gedacht. Doch, habe ich! Ich will die fertig machen. Wenn die Show so ein Chaos ist, dann sollte Vater selbst was tun. Vielleicht ist es unausweichlich, dass Leute wie Sun Yeon sowas abziehen in einem Chaos wie diesem. Mehr dagegen. Ja, muss ich! Weil die Antwort der Show naiv und zögerlich ist, werden die Massenmedien geil drauf und die Leute werden noch geiler. So. Wir bekommen Teilnehmer wie Hessong und wir werden immer anonyme Accounts, die Aufmerksamkeit wollen, bekommen. Willkommen zurück, Dex. Weil der existiert und fragt sich, was du da machst. Der arme Kerl ist voll verängstigt. Der soll da weiter baumeln und mich in Ruhe lassen. Willst du sagen, dass wir in einer Situation sind, wo ein Troublemaker nicht aus dem Weg gegangen werden kann? Mann, das dauert so lange, dieses Gespräch. Ich dachte echt nicht, dass es so lange dauert. Wir müssen einfach abwarten, bis die Situation sich klärt, damit die Unruhestifter verschwinden. Die öffentliche Meinung. Erzähl mir, was hältst du davon? Ich schätze, Leute da draußen können neugierig sein, aber... Ich denke nicht, dass das gerade die richtige Zeit ist, um ein öffentliches Statement zu machen. Wir sind hier immer noch wir stecken hier immer noch fest. Es ist eine Pandemie. Kann nicht anders. Ich kann sehen, dass das Produktionsteam schnieft und bumpt. Der bumst auch rum. Es ist, weil es keine Kontrollzentrale gerade gibt. Sun-Yong wusste immer, was sie den Medien erzählen musste. Aber es ist jetzt unmöglich. Und nie wieder wird es möglich sein, weil sie tot ist. Die Flammenwerfer, ich glaube auch. Sie gucken beide leise auf die Uhr. Was denkst du, was passieren wird, wenn Leute über die Sache von Sun-Yong herausfinden? Vielleicht sollten sie aufhören zu antworten, bis die Sache sich klärt. So wie die Sachen gerade laufen, wird die Show wahrscheinlich weitergehen. Wahrscheinlich. Wir müssen warten und wir müssen abwarten und sehen. Okay. Ich brauche noch 3 Stück. Ich krieg aber einfach keine mehr. Mitarbeiterliste. Immer noch nicht fertig. Sie untersuchen die immer noch. Wir sind hier sicher. Wir sind sicher hier. Denkst du, es gibt noch andere Leute hier? Ich habe keine gesehen. Ich hoffe, alle anderen sind rausgekommen. Weiter. Ich auch. Es bringt nichts, wenn alle hier zusammenbleiben. Mitarbeiterliste. Ja, schlimm, ne? Endspurt. Auf geht's. Ich bin mir sicher, dass das Rettungsteam und die Polizei ihr Bestes geben, um die Liste zu checken. Und ist es deswegen, so hart sie zu kontaktieren? So schwer sie zu kontaktieren? Er starrt uns eine Sekunde an und nickt. Es ist auch wichtig, dass andere Leute sicher evakuiert werden. Es ist genauso wichtig, wie uns hier in einem Stück rauszukriegen.
will nur wissen, ob die anderen Mitarbeiter auch sicher sind. Kröker. Ich schätze. Auch wenn es zu spät für Sion ist. Es ist irgendwie immer so, ja, ich hoffe, alle anderen sind in Sicherheit. Ja, hoffe ich auch. Aber Sion ist nicht in Sicherheit. So jedes Mal wieder. Die Publikumsliste. 그래도. Ich denke, dass sie fast fertig sind, das Publikum zu checken. 그래. Ja, ich weiß, es hätte ein Desaster werden können. Aber sie untersuchen immer noch die Mitarbeiter. Toll. 그건... Ja, ich schätze, das ist komplizierter. Hm. Kurze Info, Sion ist immer noch toll. Tot, ja. Aber es wirkt nicht logisch. Also für die Show müssen die Mitarbeiter doch sowas sein wie Familie, richtig? Hm. Sagst du, dass sie sich erst um ihre Familie kümmern sollen? Familie ist, was ich entscheide. 아닌 것 같아. Nicht immer. Es gibt Familien, die schlimmer sind als Fremde. 맞아. Das stimmt. 솔직히. Wahrscheinlich gut jetzt, aber niemand kam. Also, es ist wahrscheinlich jetzt gut, dass von meiner Familie keiner kam. Ja, bei mir ist es nicht anders. Aber du bist in einer anderen Situation. Weil ich eine Schande für die Familie meines Vaters bin. Sion war aber auch ein Jagdunfall, das stimmt. Ding Dong, Sion, sie frisst kein Problem. Wir wählen das ja genial. Ja. Er schüttelt seinen Kopf. Du hast das Interview gehört, richtig? Er sagt, es ist eine Schande für ihn, zwei Joker in der Familie zu haben und hat einfach aufgelegt. Kure. Zwei Joker? Dynamitfischen unter Jagd? Ja, Steff, nee. Nee, das ist okay, glaube ich. Es war zu viel. War das wirklich nötig? Anja. Er hat nicht vorgegeben, böse zu sein. Es ist einfach nur das, was er gedacht hat. It's such a shame, it's such a shame. Schande. Okay, keiner seiner Familie kam, um die Show zu sehen. Als die Mitarbeiter seinen Onkel besucht haben, hat er sich beschwert, dass seine Familie zwei Joker produziert hat. Also ich schätze mal, sie meinen seinen bekannten Entertainer-Vater, aber warum nennen sie es Joker? Ich wollte eigentlich über Familie reden. Hast du aber. Ja, wir fühlen uns awkward, bla bla. Aljana. Zusammen zu essen macht auch sie eine Familie. Das ist wirklich, das ist ein typisches koreanisches Sprichwort. Ich liebe es. Da bin ich voll dabei. Mit den Leuten, wo ich essen möchte, die sind auch Familie. Kann ich mal Ast sein? Nö. Alle Mitglieder von Masquerade dachten, wir sind Familie. Ich weiß eine Sache. Es war ihnen die, also sie haben... Sie waren unaufmerksam gegenüber der Leute, mit denen sie gearbeitet haben. Amuredo. Die Nummer des Publikums, also die Anzahl des Publikums wird akkurat überprüft, während sie das Gebäude 그렇지. Betreten. Aber, ja, das kennen wir doch schon. Ja, Part-Timers, Contract-Workers, ja. Wie stinkende Socken. Ja, jetzt, wo wir in einem Chaos stecken, kann ich es klarer sehen. Leute, die du essen möchtest, was? Deswegen musstest du als Kind immer auf dem Klo essen, ja. Ja. Ich wünschte, sie könnten sich beeilen und die Mitarbeiterliste auch fertigstellen. Okay. Das heißt, wir müssen noch mit Jong über alles reden. Dann noch über das letzte Keyword, das Outsourcing mit allen anderen drei, nee, vier, zwei. Nur noch Haesung und Ina. Und dann müssen wir anfangen zu picken. Toll. Ich wusste, dass sie es machen würden. Aber ich dachte nicht, dass sie so weit gehen würden. Das bedeutet nicht, dass ich okay damit war.
sie hätten uns wenigstens sagen müssen, worüber sie reden würden. Es ist frustrierend, später darüber herauszufinden und aus dem Kreislauf des Geschehens gelassen zu werden. Ich habe mich selbst darauf vorbereitet, als ich den Vertrag unterschrieben habe, aber du wusstest nicht, dass sie so weit gehen, richtig? Wir nicken. Natürlich. Geht schnell. Mhm. Ja, was das angeht, sind die Dinge für uns anders. Ob wir darüber wussten oder nicht, wir wurden beide einfach kalt erwischt. 그런가요? Denkst du, sie haben uns nicht informiert, weil sie dachten, wir würden nicht zustimmen, dass sie es veröffentlichen dürfen? Ja, dein kurzer Stream ist ja gleich erst 1 Uhr. Ja, ne? Den Stern heute noch durchprügeln, ist schon gleich ein. Ja, also nicht den Stern durchprügeln, ich möchte die Gespräche beenden. Oder vielleicht wollten sie verhindern, noch mehr Zeit zu verlieren. Zeit verlieren. Zu denken, dass es eine Verschwendung von Zeit ist, uns die Sachen zu erklären. Sowas passiert immer, wenn sie es eilig haben. 1 Uhr, kein Uhr, richtig. Okay, dann machen wir gleich das Outsourcing hinten dran, weil es zusammengehört. Da war ein Grund dafür, dass die Informationen so detailliert waren. Sie können ein bisschen was im Internet erfahren, aber es ist nicht einfach, solche Stories zu finden, die schon Jahre zurückliegen. Die ganzen Freunde und Familien, die von der Show kontaktiert wurden. Die Mitarbeiter hätten das allein nicht geschafft. Wenn das rauskommt, könnte das was Ernstes werden. Chiropa. Hallo, Aces. Danke, Dex. Das freut mich. Und ja, die wissen immer noch nicht, dass es Mord ist. Das stimmt. Die Show hat Verträge mit den Firmen unterschrieben. Also muss es sehr viele Bedingungen gegeben haben. Ich weiß nicht, wie groß diese Firmen waren, aber sie wären nicht in der Lage gewesen, so eine große Broadcasting-Firma zu bekämpfen. Was bedeutet, dass sie es niemals als erstes rausgeplappert hätten? Seltsame Welt. Die Produktionsmitarbeiter müssen davon wissen. Tsung-Yang war bekannt für ihre Background-Checks. Schon bevor sie Buried Stars beigetreten ist. Hört auf. Hä? Jetzt chill doch mal. Wir machen das schon. Sie würde eine Sache in die Welt rausposaunen. Und zum nächsten kommen, sobald eine Challenge da ist. Es ist, als hätte sie Schach gespielt. Schachmatt. Sie hat nie aufgegeben, bis der Gegenspieler aufgegeben hat. Ich weiß immer noch nicht, wie weit sie mit dem Background-Check gegangen ist. Nee. Weil sie tot ist. Sie lächelt bitter. Ja, ich werde es nie rausfinden. Okay, der anonyme Account. Komm, hier müssen wir schon ein bisschen... Gib mir mal ein paar Keywords. Sie provozieren uns öffentlich. Ach echt. Ist mir nicht aufgefallen. Sie wollen, dass wir ihre Posts lesen. Jetzt weiß jeder Bescheid, dass wir Fader hier drin benutzen können. Es ist, als würden wir... Oh. Ich glaube, ich habe langsam zu viel gelesen. Immer noch ein Krankenschein. Du kannst auch schlafen. Na dann, Rocky. It's like we've been swayed by outside public... Es scheint, als würden wir... Naja, swayed und außen der Meinung, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Kann es nicht auf Deutsch sein? Egal. Sie packt eine Hand auf ihre Stirn. Vergiss, was sie draußen sagen. Vor allem die Kommentare, die von Tsung-Yong kommen. 그건
Jeder weiß das. Oh. Jeder, hä? Dann. Ehrlich gesagt, hat es mich sehr gestört. Oder beschäftigt. Sie haben uns attackiert mit deren Stories, während die Verwirrung um den Unfall besteht. Das ist, warum das so kontrovers ist und kein Vorteil für uns. Danke, Waffensturm nur. Du meinst doch mich und nicht Du Jong, oder? Du sagst jemanden nicht zusammenzubrechen, nur wenn jemand kurz vorm Zusammenbrechen ist, richtig? Credo. Ich denke, es wird uns gut gehen, solange wir uns dessen bewusst sind. Klutzi. Natürlich. Es muss uns okay gehen. Lass die ihr Spiel spielen, weil wir darauf nicht reinfallen. Klar doch. Das haben sie bei Nein auch gesagt. Oh. Ich bin mir sicher, dass die Leute genauso nicht wissen, was sie tun sollen oder beziehungsweise erstaunt sind darüber wie wir. Sie sind verwirrt, was sie als erstes tun sollen und was sie später ansprechen sollen. Kronika. Ich weiß. Warum reden sie überhaupt darüber, die Show weiterzuführen, wenn wir hier unten begraben sind? Deutsche. Ich nehme den mit Schokolade. Sind es Nüsse mit Schokolade? Sonst nehme ich die Schokolade und die Nüsse. Das Geld bringt. Naja, nee, es geht ja darum, danach weiterzumachen. Ja, man weiß aber doch nicht, ob es nicht einstürzt und wir sterben. Darum geht's doch. Die offizielle Antwort sollte die Prioritäten klarstellen. Oh, wir seufzen zusammen, während wir uns gegenseitig anstarren. Ich denke nicht, dass der Account Manager sich der Lage derzeit bewusst ist. Dann hätte er warten können. Der Post ist schon draußen und die Atmosphäre nicht gut. Malzer. Sterben ist nicht laut Vertrag dürftig, sondern während der Show. Ach so. Und ein komischer Account, der aus dem Nichts rauskommt, der noch Benzin ins Feuer gießt. Ich hoffe, dass das Management die Sache irgendwie regelt. An diesem Punkt haben die Leute keine andere Wahl, außer sich an den offiziellen Account zu halten, wenn sie neue Informationen wollen. Die Mitarbeiterliste. Die überprüfen sie noch, richtig? Ich denke, sie wissen nicht, wer alles hier war. Ich denke nicht, dass sie wissen, wer alles hier war. Ist ja egal. Selbst wir hatten immer neue Gesichter. Klötze. Also neue Gesichter an Mitarbeitern zu sehen, so. Nicht wir hatten neue Gesichter. Hallo, Herr Schönheitsoperist, ich möchte morgen bitte ein neues Gesicht haben. Ja, übermorgen auch, ja? Leute kamen und gehen die ganze Zeit. Es gab einen Vorfall, wo ein Publikumsmensch Backstage gegangen ist, während er vorgegeben hat, einer der Mitarbeiter zu sein. Kugoya. Ich bin mir sicher, dass es einen ähnlichen Vorfall gab, während diese Episode aufgenommen wurde, auch wenn sie daraus keine große Sache gemacht haben. Montagsgesicht, Dienstagsgesicht, richtig. sie schüttelt ihren Kopf und spielt schon wieder die Haare wieder. Manche Sachen ändern sich einfach. Malte. Ja, ähnliche Sachen sind sogar dann aufgetreten, als ich in einem kleinen Theater aufgetreten bin. Der Besitzer war genauso. Er war der gleiche, aber hatte immer neue Arbeiter. Amuleto. Wenn jemand Hallo gesagt hat, bin ich nur davon ausgegangen, dass es Mitarbeiter waren und bin auf die Bühne gegangen. Das macht man scheinbar so. Nee. Nee, nicht, wenn man die ganze Zeit übersetzt. Es ist einfacher für. Also, es ist angenehm fürs Management, Mitarbeiter wegzukriegen. So können sie Ausgaben reduzieren. Auch wenn der Unfall passiert ist, wird es ein. Was jetzt genau? Was ist denn jetzt ein Issue geworden? Ich bin mir ziemlich sicher, als das erste Mal. Als
als es das erste Mal kreiert wurde, haben sie nicht über Unfälle, also haben sie nicht darüber nachgedacht, dass Unfälle passieren. Manchmal verstehe ich es nicht. Und es liegt nicht an meinem mangelnden Englisch. Hanna. Es ist aber auch schwer, weil Koreaner beispielsweise, okay, ich sag euch, wie Koreaner reden, okay? Locha ist schön. Gut funktionieren. Papier löchern. Ist pink. So funktioniert koreanische Sprache. Sie reden nicht mehr darüber, dass es der Locher ist, weil du davon, also weil du wissen musst, dass es um den Locher geht. Ist ganz schwierig. Denkst du, sie haben die ganze Liste übergeben? Ich hoffe, niemand ist ernsthaft verletzt. Anna, du... Ja, es wirkt so, als ob die meisten sicher evakuiert worden wären. Ich wollte die Mitglieder von Beloved einladen, ab einem gewissen Punkt des Finales. Aber nicht jetzt. Niemand hat darüber geredet, also habe ich vor mich hingeschoben. Aber dieses Mal habe ich sehr lange darüber nachgedacht. Es ist gut, dass du sie nicht eingeladen hast, wenn man bedenkt, was passiert ist. Sie nickt. Wenn ich sie eingeladen hätte und sie in Gefahr gebracht hätte, könnte ich mir das nicht verzeihen. Es wäre so, sie wieder in eine schwere Lage zu bringen. Nochmal. Es war ein Albtraum für uns. Und einmal ist genug. Ist alles in Ordnung, Joo-young? Ja, mir geht's gut. Es ist nicht passiert, also muss ich nicht zu sehr darüber nachdenken. Okay. Outsourcing. Los. Erzähl mir was. Gib mir Punkte. Naja, wenn du nicht genug Manneskraft hast, dann musst du halt andere anstellen. Es wirkt, als hätten sie einfach random irgendwelche Informationen gesammelt. So viel sie konnten. Ja, ist nicht so, als hätten sie die Gedanken der Teilnehmer lesen können. Was sie gebraucht haben, war Kreuzcheck. Ja, du klingst so echt cool, wenn du darüber redest. Als ob es dir gar nichts ausmachen würde. Wusstest du es nicht? Ich bin auf einem ganz anderen Level, wenn es um Coolness geht. Okay, er ist nicht Chat. Ihr seid eher stark als cool, ne? Sie haben Geld ausgegeben, was gut für die Wirtschaft ist. Kugon. Lindner? Bist du es? Es ist Geld, das im Austausch für deine persönlichen Informationen gegeben wurde. Na und? Muss ich jetzt auf meine Knie runter und auf die Bestrafung warten? Sie haben wahrscheinlich ein paar Schulfreunde besucht und haben es dann sein lassen. Warum färbt sich Lindner die Haare rot? Wahrscheinlich. Es wirkt so, als wäre der Background-Check gar nicht so krass gewesen. Ja. Schiebt sich die Haare zurück. Sie haben es verdient. Sie hätten ihren Job machen sollen. Künstler? Geht's dir wirklich okay damit? Was, wenn nicht? Soll ich den Vertrag zerreißen und auf dem Boden liegen? Dominik macht das auch immer. Also wegen Anton, weil auf Rücken liegen und so. Was immer sie untersucht haben, die Sachen, die sie ausgestrahlt haben, war nichts Schlimmes. Laut meines Wissens. Es war für beide was Gutes und niemand hat eine gewisse Grenze überschritten. Ina Outsourcing, hä? Sie haben sogar andere Agenturen unter Vertrag genommen. Boni ist aber toll. Ja, kommt drauf an, ne? Wenn man Rückenschmerzen hat, ist manchmal nicht so cool. Wir könnten sie dafür verklagen. Und sie müssen den Mund darüber halten. Was wir ihnen erzählt haben, konnte ihre Neugierde nicht stillen. Schätze ich. Vielleicht dachten sie, es gäbe noch mehr zu finden.
Wenn sie uns direkt fragen, hätten wir einfach lügen können, um uns besser dastehen zu lassen. Schlau. Wenn man bedenkt, dass sie kaum über deine Vergangenheit geredet haben. Sie hebt ihre Augenbrauen. Könnte harte Böden nicht gut für den Rücken sein? Ja, aber wenn du eh schon Schmerzen hast, dann tut es halt noch mehr weh, auch wenn es gut ist. Manchmal tut ja auch, so eine Massage tut ja auch weh, auch wenn es gut ist. Vielleicht, wahrscheinlich, weil ich ein perfektes Leben geführt habe. Anja? Denkst du, ich habe einen Deal mit dem Produktionsteam gemacht? Die haben einfach nur gedacht, meine Vergangenheit wäre langweilig. Maja. Ja, wenn sie aufregend gewesen wäre, dann hätten sie sowieso ausgestrahlt, selbst wenn du versucht hättest, sie aufzuhalten. Richtig. Hayatin. Naja, jedenfalls, andere Agenturen dafür anzustellen, ist ein bisschen extrem. Oh Gott. Es steht im Vertrag, aber nicht so weit. Liebes unschuldiges Mädchen. Ja, bestimmt. Es fehlen immer noch 3. Woher redest du aber doch nicht? Maniake. Wenn es wirklich einen Drohbrief gab. Das bedeutet, dass es ein also wirklich, wirklich tiefgründiges tiefgründiger Hass war. Auch halt, also selbst als ich in Masquerade war, habe ich niemals einen Drohbrief oder irgendwas oder irgend sowas bekommen. Hast du keine Fans gehabt, die vielleicht ein bisschen zu fanatisch waren? Amuredo. Ich glaube nicht, dass ich so attraktiv bin. Ach du, und du, doch. Kugon, Krutschmann. Sie hasst uns, sie findet uns schlecht, sie findet uns hässlich. Guter Punkt. Sie blickt uns an. Kitzmann. Aber die Drogen ist nicht das Wichtige gerade. Es ist nicht so, als wäre die Bühne von dem Drohbriefschreiber zerstört worden. Außerdem hat es nichts damit zu tun, was mit Zhenyuan passiert ist. Ja, um eine Verbindung zwischen den beiden herzuholen, das wirkt ein bisschen weit hergeholt gerade. Hallo, Polarelefant. Sexy Sales. Die Tankfüllung drauf. Ja, verstehe ich, Polarelefant, verstehe ich. Ja, wir können gerade so die Situation momentan noch managen. Wir müssen uns darauf fokussieren, aus der Krise zu reiten. Hand in Hand. Das ist das da nicht, das tut mir leid. Was sagst du dazu, dass er bevormundet wurde? Klutzi. Es ist wahr, dass die Show versucht hat, anfangs schlechte Sachen zu covern. Ja! Bin ja eh gerade am Geld ausgeben, LOL. Dankeschön, Polar Elefant. Vielen, vielen Dank für den 500 Resub. Dankeschön, Polar Elefant. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich auch mit in die Steam-Liste komme. Dankeschön. Vielen Dank für den Resub. Es war definitiv eine andere Situation, als es zum Finale ging. 글쎄요. Ich denke nicht, dass seine Position sich verändert hat, nur weil der Skandal rausgebrochen ist. Es gab auch den Schlagungsskandal und es war zu ernst, als dass die Show das hätte verschwinden lassen können. Es wäre ein Freifahrtschein für ihn gewesen, bis das passiert ist. Freifahrtschein. Grün, ja. Du hast gesagt, du guckst dir die Show gar nicht an. Nee. Richtig. Achsiri. Ist ja auch sexy, halt klar, immer. Also, Joo-young gibt's für einen niedrigen Preis, weil sie uns nicht attraktiv findet. Wenn du aufpasst, weißt du, dass es ziemlich offensichtlich ist. Sie haben Material von Hessung gemacht, aber nicht viel davon wurde rausgebracht. Sie spielt wieder mit den Haaren. Nicht jeder kann damit zufrieden sein, wie viel Screentime sie bekommen und auch nicht mit der Bearbeitung, aber
Der Punkt ist, dass sogar die Zuschauer das Gefühl hatten, dass Haesung favoritisiert wurde von der Show. Warte. Besser behandelt wurde von der Show. Er hat ziemlich viele Votes verloren, nachdem seine Vergangenheit rauskam. Wer hätte sich vorstellen können, dass Haesung auf dem letzten Platz enden könnte? Was können wir denn noch machen? Ey, ich war wirklich... Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir noch Punkte herkriegen sollen. Was haben wir mit ihm noch? Vielleicht weißt du was darüber, dass er favoritisiert wurde. Bäh. Aber Favoriten spielen? Ja, das kam irgendwann raus bei den Vorentscheidungen. Ich rede nicht nur über die Screentime, die Haesung bekommen hat. Sie haben nicht mal irgendwas gemacht, nachdem seine Vergangenheit rauskam. Es gab zu viele Leute während der Vorentscheidung. Vorausscheidung, Entschuldigung. Das Produktionsteam fokussiert sich meistens auf die Teilnehmer, die halt herausstechen. Gut, also es gibt etwas, was ich zugeben sollte. Was zugeben? Ich kann nichts dagegen sagen, dass es Fakt war, dass die Show auf jeden Fall auf Haesungs Seite war. Aber warum Haesung? Das interessiert mich. 그거 있잖아. Immer ins Ohr, findet der Radiosender. Wahrscheinlich. Aber warum Haesung? Es gab so viele tolle, schöne Teilnehmer wie mich. 그러니까요. Das ist genau, was ich sage. Warum Haesung von all diesen Teilnehmern? Naja, sie hat's verdient, so einen Drohbrief zu bekommen. Aber lass uns zum nächsten Thema. Er beißt ihr auf die Lippe. Sie hätten seinen Background erst checken sollen, bevor sie ihn unterstützen. Mal도 안 돼요. Ich hab's schon von Anfang an nicht verstanden. Es gab diesen komischen, romantischen Skandal direkt nach den Vorausscheidungen, richtig? Aber zu der Zeit hat das Mädchen all die Schuld auf sich genommen und wurde eliminiert. 그래. Das ist so viel wie möglich anhörst, deswegen sind die Sachen gut. Ich glaube auch. Aber eigentlich hat das Spiel gesagt, ich soll suchen. Deswegen, dann sag mir nicht, dass ich suchen soll, dann lass mich einfach die Gespräche führen. Ja, ich erinnere mich. 그래도. Aber er hat keine Vorteile mehr bekommen, nachdem seine Vergangenheit rauskam. 그 말은. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir realisiert haben, dass er eine Zeitbombe war. Es hat sich angefühlt, als ob ihr ihn einfach zurücklassen würdet. Ja, alles hat seine Reaktionen. Also haben wir ihn genauso verkommen lassen, wie wir ihn aufgehoben haben. Ne? Deutsch mit koreanischem Akzent sprechen oder Deutsch mit japanischem Akzent? Nee, ehrlich, also sorry, Demidat, gar nicht. In den Gesprächen suchen vielleicht. Tun wir ja gerade Bademöhre. Er sollte nichts zu sagen haben, selbst. Also er dürfte nichts darüber sagen, selbst wenn wir ihn rausschmeißen würden. Wir haben eins gefunden! Das Privileg wurde zugegeben. Oh. Noch zwei! Noch zwei! Vielleicht kann er uns ja auch darüber erzählen, warum Ina nichts. 아니죠. Ja, es war lächerlich, das zu sagen. 알잖아. Die hatten sogar Mitleid. Also die anderen Teilnehmer, alles von den anderen Teilnehmern wurde rausgeblasen.
wenn es um ihre Vergangenheit ging. Zell starrt Gyuhyeok an. 그렇지만요. Es gibt keinen Grund. Sie wurde in Ruhe gelassen, weil nichts Kontroverses in ihrer Vergangenheit steckt. Hm? Ich dachte, die Show versucht, selbst das kleinste Detail zu charakterisieren. Ina selbst war ein exzellenter Charakter. Achso, warte mal. Okay, Entschuldigung. Das habe ich falsch verstanden. 그런... Das ist der 그렇죠. einzige Grund? Natürlich. Ist sie nicht toll? Nichts wird sich ändern, selbst wenn ein Nutzer mit einem komischen Account auftaucht und Schwachsinn labert. Zell nickt während er spricht. Ich bin mir sicher, dass jeder die Gegenwart zeigen wollte und nicht die Vergangenheit. Aber es ist die Sache der Produktionscrew, um zu entscheiden, was der das Hauptmerkmal wird. Ich find's halt ein bisschen schwierig, weil es einfach zu offensichtlich ist, dass halt er Ina so liebt, ne? Tobinator Tobi kann das, glaube ich, sehr gut. Das war unausweichlich. Steht da dabei, von wem wir was bekommen haben? Warte mal, wenn das da ist, dann muss ich das vor Sale bekommen. Oder, okay, es muss von den drei kommen. Jetzt mal ernsthaft, das war von Sale. Das heißt, nur die Sachen davor können. Okay, Moment. Was sagst du zu dem Kaffee und den Panikattacken? Eine Person mit Panikattacken, die gerne Kaffee trinkt. Ist das nicht wie ein Veganer, der Fleisch mag? Hä? Die Leute werden ja nicht Veganer, weil sie Fleisch nicht mögen. Also klar, es gibt Veganer, die es einfach eklig finden, also über Fleisch nachzudenken. Aber ich denke, dass sehr viele davon das einfach nur sagen, weil sie es so vermissen. Zumindest wäre es bei mir so. Ich will nicht über Fleisch nachdenken. Stellen Sie halt sehr deutlich an. Ja, ja. Das ist einfach ein Vorwurf ohne Details. Ja, ich liebe sie sehr, das stimmt. Ja, das ist aber hier Liebe, ne? Die Welt ist unfair. Wie kann überhaupt irgendjemand den hier als Betrüger bezeichnen? Er ist der größte Softie, den ich jemals gesehen habe. Ich meine, die schmeckt vielleicht einfach nicht, aber Tiere sind egal. Ja, das mag sein, Dex. Ich mag ja auch keine Paprika. Veganer sind doch nur neidisch. Ich bin neidisch auf Veganer, weil ich niemals schaffen würde, auf so viel zu verzichten. Auch wenn ich verstehe, warum. Also es ist ein guter... Also, sie haben sehr gute Gründe dafür, aber ich bin einfach zu willensschwach. Warum änderst du das Thema? Ich mag Fleisch zu sehr, es tut mir leid. Er verschränkt die Arme. 생각해봐. Kannst du nicht auf die Art und Weise das so sehen? Sie könnte sie könnte so tun, als hätte sie Panikattacken. Wenn die Chips so unten sind. Nein, ich meine Chips! Also wahrscheinlich werden gerade nicht so. Also wenn sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Hm? Mir das Tier wohl am Herzen, aber auf der anderen Seite schnitzt. Ja, richtig aus. Awesome. Weißt du, es wäre echt einfacher, wenn Tiere nicht so verdammt lecker schmecken würden. Nicht die Hundchips, doch. Willst du behaupten, dass sie lügt? Jetzt Chips. Oder Pommes-Sticks. Also, ja, ist nur eine Mutmaßung. Ich habe nie gesagt, dass sie lügt. Ha, endlich, Mutmaßung, ist mir eingefallen. Und es ist ein begründeter Zweifel. Sie hat als Barista gearbeitet und mag Kaffee, aber sie leidet trotzdem unter Panikattacken. Ja, und ich liebe Tiere, aber ich esse sie trotzdem.
So sind wir Menschen nun mal. Wir sind nun mal... Doppelmoralisches Fuck. Die Sachen passen nicht zusammen, oder? Aber Barry Stars hat irgendwie es nicht geschafft, diese Inkonsistenz aufzuzeigen. Mich wundert es. Mich auch nicht. Ganz ehrlich, du trinkst Alkohol, obwohl es nicht gut ist. Oder vielleicht ignorieren sie es, weil es nicht gut zu ihrem Charakter passen würde. Okay, was sagst du denn, warum Ina rausgelassen wurde? Heigo. Wie das Sagen geht. Wie man sagt. Selbst eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag richtig. Boah, das ist schlau. Das ist deep. Boah, das ist deep. Ina war die Einzige, deren Vergangenheiten nicht rauskam. Kugon. Ja, Mischmasch, das ist halt... Also, wenn, musst du komplett auf dieses Spiel aufpassen. Du kannst nichts nebenbei machen, weil es halt... Man muss wirklich extrem aufmerksam sein. Stimmst du Sungyons Meinung zu? Du verletzt meine Gefühle. Aber was sie über Ina sagen, stimmt schon. Hard enough time anyway. I guess there's nothing much. Ja, ich schätze mal, also da gibt's halt nicht so viel, was sie zeigen könnten. Amadu. Wahrscheinlich, weil es nichts gab. Wenn irgendwas rausgekommen wäre, dann hätten sie es sofort rausgebracht. Aniji. Ihr müsst mehr Attention payen. Es reicht, wenn ich so viel Attention paye. Du kennst nur eine Seite der Story. Wenn du alles aus der Geschenkverpackung nimmst, werden Kinder ihr Interesse verlieren. I guess so. Wenn ich Kaffee trinke, dann Panikattacken habe. Ich verstehe. Richtig, Mischmasch. Kein Geld für. Ich nehme die Fuffis. Nein, du musst die Geschenke eins nach dem anderen rausnehmen, damit die Aufmerksamkeit bleibt. Ereignishalten heißt nicht Aufmerksamkeit, aber in dem Fall hat es gepasst. Sagst du, es gibt immer noch Geschenke in der Verpackung? Genug gepaid, nicht genug. Ja, kratzt seinen Kopf. Ja, ich rate nur, okay? Wir wissen nur, dass sie mindestens 20 ist und dass sie ein bisschen in der Vergangenheit getanzt hat. Denkst du wirklich, das ist das Einzige, was sie über ihre Vergangenheit rausgefunden haben? Ich muss kurz Nase putzen. Aber was mit uns? Sie strahlen sogar die Fehler aus, die wir in der Junior High oder High School gemacht haben. Das ist nicht in der Show rausgekommen. Now I will pay attention to my Kopfkissen. I wish you all nachty and sweet good kappa. Danke, Orson. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke für die 100 Bits im Schlaf, gut träume, schönes und dir auch eine wunderschöne Nacht. Sleep good too. Es ist nicht, bin nicht nur ich. Ich rede hier anstelle von jedem anderen. Du weißt, dass sie alles über uns rausgebracht haben. Naja, jedenfalls... Ist das ein Reaktions-Keyword? Singyong hat ihr einen Freipass gegeben. Das ist wahrscheinlich, was passiert ist. Okay, jetzt müssen wir nur gucken... Davor? Ja, das kann ja dann nur er sein. Da gibt er mir das Letzte noch. Okay, erzähl. Also, es geht jetzt um Georg und sein Stipendium, das fies war, weil er eigentlich Geld hat. Ja, wie man sagt... Wie oft sagt er eigentlich was, wie man sagt? Naja. Es gibt kein Ende von dir. Jemand mit $90... würde versuchen, eine Person mit $10 auszurauben, damit sie $100 haben. Damit er $100 hat. Damit gehst du zu weit. Hola. Stipendium? National University? Ich kenne davon gar nichts. Du weißt, ich wurde aus der Highschool geschmissen.
Ja, um mal drüber nachzudenken, wir sind genau in der gleichen Lage. Bist du nicht auch genervt? Du bist ein rebelliöser Rockstar. Hm? Okay, ein rebellischer, aber hey. Was hat das damit zu tun, dass ich ein Rockstar bin? Naja, oh Gott. Twitch-Clips, danke für den Raid. Dankeschön. Aber wir machen auch nicht mehr lange. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wie war euer Stream? Was habt ihr schönes gemacht? Hallo Every Luna Ever. Hallo Hinge. Also ich warne aber vor, das ist ein Spiel, das ist nicht für jeden was, das ist anstrengend. Hallo Xisor. Hallo Alles Matze. Hallo Twitch-Clips. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Es gab Schönes bei euch. Entschuldigung, ich habe Husten von zu viel Reden. Also das Spiel ist, wie gesagt, ein bisschen anstrengend. Falls es nichts für euch ist, danke, dass ihr noch mitgekommen seid. Und schlaft schon mal. Viel Talk und Clips geguckt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Und danke für den Follow, Tony Hartmann. Dankeschön. Ansonsten, wer sich interessiert für das Spiel, es geht um, wenn man Zero Escape oder Danganronpa kennt, es ist ein bisschen in die Richtung. Wenn Ihnen der Content hier gefällt, besuchen Sie Lunalia doch gerne auch bei einer der vielen anderen Plattformen, auf denen sie unterwegs ist, und Payin Attention Lunali ein. Ja, Payin Attention. Attention Payin ist immer wichtig. Dankeschön, war für Stunde. Dankeschön. Ist nicht anstrengend. Höchstens für dich wegen dem Übersetzen. Ja, es ist auch echt. Boah. Hallo Tony Hardcore. Ja. Wir sind Idols, also koreanische Idols, und sind in einer Show. In der Survival-Show, wo wir gegeneinander angetreten. Und es ist alles eingestürzt. Und, ja. Jetzt reden wir miteinander, um rauszufinden, was eigentlich Sache ist. Und die Firma hinter der Show steckt dahinter. Schlaf gut, Every Luna Ever. An alle, die schlafen gehen, schlaf gut, träumt was Schönes. Danke noch fürs mit rüberkommen. Ich mag das Spiel auch, aber es ist halt echt schwer für einen Nebeneinstieg. es ist. Also, mir ist. Oh Gott, jetzt habe ich so viel Deutsch geredet, ich bin raus. Um die Bildung eines Menschen geht es mir nicht so wirklich. Der Punkt ist, dass ein Mann, der mit einem Silberlöffel im Mund geboren wurde, einen Vorteil bekommen hat, der eigentlich nicht seiner wäre. Raid-Ärzte. Ja! Raid-Ärzte finde ich gut. Und in dem Prozess hat er einen seiner Klassenkameraden hintergangen, der genauso schlecht dran war wie ich. Deutsche. Was ist dein Punkt? Ich schätze, es wäre unwahrscheinlich. Oder was? Yes, it would be unlikely. Ich schätze, es wäre unwahrscheinlich, aber weil er einer der Top-Teilnehmer ist, aber Georg hat jemand anderes Stipendium gestohlen, wenn er all das Geld der Welt hatte. Ich schätze, das also wird ihn nicht so gut dastehen lassen. Statt seiner großartigen Familie einen schlechten Ruf zu geben, hätte er einfach aus der Audition rausgehen sollen. Doch nicht? Aber es war doch davor. Ist es? Oh. Warte mal, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Okay, es muss irgendwas. Okay, Kyuhyuk und sie sind vor Ina. Okay. Oh, er wird uns noch eingeben, oder? Ich will nicht mehr mit ihm reden, der ist blöd. Okay, die Panikattacken kommen. Hat sie nicht verschriebene Medikamente mit sich, bei sich? Chris.
Ja, ich hab's gesehen. Ich hab sogar gesehen, wie sie welche nimmt. Grucho. Also, wie kann sie lügen? Ihr Leute seid so unhöflich. Hä, es könnten auch einfach nur Vitamine sein, ja? So, ich würde dich auch unbekannt. Tut er nicht. Du weißt doch, er mag nur die Frauen. Er ist halt ein Twitch-Zuschauer. Das ist ein Sim. So. Ein Pimps. Simpster, ja. Sie hat es nicht genommen, als sie auf die Bühne musste, um zu performen. Maja. Ja. Sie hat gesagt, es ist wie ein Jinx. Sie wollte mit klarem Kopf auf die Bühne gehen. Das hätte es doch super, vielleicht sogar der beste Charme. Ja, Rocky, richtig. Heute ist Gegenteiltag, oder? Er streichelt sein Kinn sanft. Es gibt keine Medizin, die ohne Nebeneffekte existiert. Sie hat gesagt, die Medizin macht sie müde. Oder schläfrig. Warum denken Sie über die Wahrheit nach? Sie haben schon gesehen, wie sie eine Panikattacke hatte während der Vorausscheidung. Sie hat sogar den medizinischen Bericht der Agentur geschickt, als sie Bilov verlassen hat. Es ist nicht richtig, so sie, sie einfach grundlos zu verdächtigen. So, passt schon. Sinyon. Wer zur Hölle ist diese Person? Okay, was ist mit... Komm, du erzählst mir jetzt was vom Stipendium, oder? Denkst du wirklich, Jörg würde sowas tun? Ani. Freie Wahl bei der Farbe deines Headsets. Wieso? Habe ich mir selbst ausgesucht, ja. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Du bist nicht der Einzige. Selbst wenn er das getan hat und das Produktionsteam hat es herausgefunden, naja. Wenn sie schon den Charakter erfunden hätten, würden sie es nicht also einfach rausbringen. Oh. Was ist an meinem rosa Headset so schlimm? Ich mobb auch keine Leute, wenn sie sich so ein hässliches grünes Headset suchen. Du sagst, es geht nicht darum, ob man ihm glaubt oder nicht, aber... Es muss zum Charakter passen. Oh, seine Brille rutscht doch wieder. Vorteile, die er nicht verdient hat, ist ziemlich schwach. Und Jörg wirkt nicht wie der Typ. Nicht wie Haesung, der einfach wie ein Mobber wirkt, der nie auch nur zögern würde, jemanden zusammenzuschlagen. Kromion. Danke, Hinch. Danke, das wollte ich hören, lesen. Der Fater-Account. Woher haben Sie all die Stories? Ja, Sie wirken ziemlich sicher darüber. Rosa ist lieber richtig. Sie müssen denken, dass wir hier für immer festsitzen. Wie absurd ist das? Warte. Ich habe alle Gesundheitsartikel darüber gelesen. Du kannst keinen Kaffee trinken, wenn du Panikattacken hast. Hey, stopp, Köden kannst du. Kretje. Ja, es ist einfach nicht gut, wenn man die zusammen hat. Kaffee hat Koffein. Es stimuliert die Effekte, die mit Symptomen von Panikattacken verwechselt werden könnten. Und es kann zu Schlaflosigkeit führen. Also auf jeden Fall habe ich gehört, dass es die Symptome verstärken kann. Aber Jo-Yong hat trotzdem als Barista gearbeitet. Mann, jetzt lasst sie doch Barista sein! Also von dem, was ich weiß, hat sie viel Kaffee getrunken und hat es... Hallo Flam, hallo. Ja, hat gesagt, boah, das ist das Beste, was ich jemals getrunken habe. Trinkt das auch. Trotzdem, das leider richtig ist. Ich schätze, Sinyon hat das richtige Ding gewählt, um ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Sagst du, sie angeln nach irgendwas? Vielleicht versuchen sie uns uns dazu zu bringen, zu glauben, dass irgendwas komisch ist. Er war es nicht. Jo-Yong. Jo-Yong. 역시
Du hast gesehen, wie andere attackiert wurden. Das ist eine ähnliche Logik. Ein Samen des Verdachtes zu pflanzen in dem Boden der Wahrheit. Was entweder schon nach außen ging oder was spekuliert wird. Das ist aber jetzt also philosophisch. Wahrheit und Verdacht. 그런가요? Die Nationale Universität, von der, also wo Kyuhyuk seinen Abschluss gemacht hat, gibt sie nicht sämtliche Stipendien aus? Vielleicht haben sie einfach geschrieben, was auch immer ihnen gerade ins Kopf kam. Ja, das ist schon ziemlich klar im Vergleich zu anderen Gerüchten. Oder er könnte es einfach von sich beweisen. Es ist seine Entscheidung. 그건. Es geht nur Georg an, was an, ob er jetzt also was antwortet oder nicht. Du würdest nicht mal, also du würdest dich nicht mehr verpflichtet fühlen, das zu erklären, wenn du unschuldig wärst. Ich wusste, sie mochte das. Richtig. Er sollte das tun, wenn es sich für ihn richtig anfühlt. Ohne es wirklich zu wissen, habe ich gesprochen wie ein Buried Stars Angestellter. Du kannst einfach Nein sagen, egal ob es wahr oder falsch ist. Um mit mich selbst zu sprechen, mein eigener Wille muss. Sie murmelt. Das erklärt einiges. Was denkst du, was Kyuhyuk gerade denkt? Frag doch ihn, was er gerade denkt. Das wird es einfacher machen. Wenn Leute anfangen, das zu glauben, wie Hamstchet, wird es als Korruption oder schmutziges Spiel akzeptiert. Amadou. Sie murmelt, oh doch, es wird gerne mehr. Ah, danke. Dankeschön, alles macht sich. Schlaf gut, träume was Schönes und starte gut in Dezember. Schön, dass du noch dabei warst. Also, wenn man seine Persönlichkeit in Betracht nimmt, wird er sie wahrscheinlich reden lassen. Zunge wartet, also wartet offensichtlich auf eine sehr spezifische Antwort. Dankeschön, alles Matze. Sie waren feindselig gegenüber New York, also weil er jemand anders das Stipendium weggenommen hat, als er selbst keine finanziellen Schwierigkeiten hatte. Ja, er wurde halt kritisiert. Nee. Oh, unsere mentale Dings habe ich ganz vergessen. Ja, die beabsichtigte Antwort kann man schon fühlen. Aber es muss eine sehr, also es muss sehr strikte Regeln bezüglich von solchen College-Sachen geben. Sanity liebt ja auch noch. Ja, nicht mehr. Ich glaube das nicht. Ja, er ist nicht diese Art von Charakter. Ich bin überrascht, dass du das Wort Charakter benutzt. Ja, ich schätze mal, die Show hat mich auch schon. Richtig. Wir haben den Regeln der Show immerhin zugestimmt. Er war das. Mann, jetzt musste ich meine Sanity eintauschen dafür, dass wir die Reaction Keywords haben. Ist das dein Ernstspiel? Das ist gemein. Drei Stunden und wir haben noch nicht mal über alles geredet, ne? Wir haben einfach noch drei. Wir haben noch eigentlich anderthalb Charaktere, mit denen wir nicht geredet haben. Aber egal, wir machen das jetzt. Sanity improved? Wie? Sanity improved? Wann? Was ist... Was? Ina mag uns nicht mehr so, aber hey. Hey, hey. Egal, unsere Sanity ist besser geworden. Aber das Blöde ist nur eins. Nur eins. Oh, Sale mag uns zwei mehr. Das ist aber toll.
Ina hebt ihre Hand. 생각 좀 해봤는데. Ah ja, denk du nur. Oh, schön, ich muss nicht mehr. 저 S승연이란 놈 있잖아. 역시 안이랑 관련 있는 것 같아. 안이라뇨? Sie zeigt auf den Boden. Jochen. 무슨 귀신 씨나라 까먹는 소리야? 조금만 자세히 얘기해봐. 그러니까 예를 들면 서혜성이란 거지. 와, 들켰네? 라고 할 줄 알았냐? 나도 지금 저 새끼 뭐 하는 놈인지 난감하거든? Oh boy, wie hast du das rausgefunden? Hättest du gern, wenn ich das gesagt hätte, ne? 이나 씨, 깜짝 놀랐잖아요. 진짜인 줄 알고. Ja, Rocky, wir wissen ja alles. Die Gespräche wiederholen sich da einfach nur, außer du kriegst neue Keywords. 넌 오인아님 편 좀 적당히 들어. Finde ich aber auch. Also Sel nervt mich damit auch, dass er also den Frauen in den Popo kriegt. 내 말은 쇼 관련자 같다는 소리야. 이나야. 지금 우리한테 중요한 건 S승연이 아니야. 규, 말 되게 쉽게 한다. 그럴만도 한가? Wird jetzt biestig? Wird jetzt richtig biestig? 알고자가 공돈 타먹는 거 대단한 흠도 아니지. 침묵의 한도윤 씨는 어찌 생각하시나? Ich? Oh, ich habe keine Meinung. Ich stehe hier nur so rum. Seungyeong, ein anonymer Account, der vorgibt, Seungyeong zu sein. Den Wirbel, den der Account gemacht, geschaffen hat, lässt uns alle ein bisschen jeden anderen verdächtigen. So bla bla. Wenn das die Absicht von dem Account war, war ziemlich erfolgreich. Wir denken darüber nach, was gepostet wurde, ja? S승연이 쓴 얘기들 대충 찍어서 떠들었다기엔 걸리는 점이 있었어. 그건 Okay, was wusste die Öffentlichkeit noch nicht? Das wussten wir nicht. Und das mit den Barista. Kyuyogi 형 장학금 얘기야. 형 학교 다닐 때가 방송에 자세히 나온 적은 없었어. Richtig. 우리도 페이터로 처음 봤으니까. Genau. 진짜 뭔가 받아 챙긴 건 맞아? Hey, warum? 자세히 말하긴 그렇지만 Ich muss das ansprechen. Du kannst mich nicht mögen dafür. Ich kann nichts dafür. Das Spiel will das von mir. Das ist unfair. S승연이 그걸 어떻게 알아? 대학 관계자라거나 다른 출연자들 얘기도 했잖아. 맞아요. 대학 관계자는 가능성이 낮아요. 어이. 용이 누나가 쉬는 동안 바리스타를 했단 거. 나온 적 없는 얘기로 알고 있어. 그래, 맞아. Warum hast du mich alle dafür? 알아보는 게 싫어서 가명까지 썼는데. 베스타에서 보여준 적도 없던 얘기고. 공황인데 얼굴 맞대는 일, 커피까지 즐기셨다는 사실도 나왔지. 서혜성, 너무 멀리 가지 마라. 쉬는 동안 무슨 일을 했는지 마음대로 찍을 수는 있어. 그치만 정확히 바리스타를 짚는 건 아무래도 이상해. S승연은 어디서도 안 나왔던 얘기를 꺼냈어. 규혁이 형 장학금 얘기, 그리고 영희 누나 바리스타 알바. 오빠, 역시 이상하지? Ich hab Angst. Spiel manipuliert deine Beziehung zu den anderen, ist echt unfair. Ja, ne? Ich hab Angst, wir haben nicht gespeichert. Und ich kann jetzt nicht mehr speichern. 지금 알 수 있는 건 하나뿐이야.
적어도 S 승연이 하는 얘기 전부가 멋대로 지어낸 말은 아니란 거. 세이콕 genervt. 또 스텝솔로 가나요? Ach, halt die Fresse, Sail. 스텝이 다 구출이 됐니 말았니 하는 때예요. 지금 저런 짓거리 할 만큼 한가한 사람 없어요. 어이구야. 우리 장 FD가 또 스텝이라고 편을 드시네. 친구라도 좀 만들어놓고 편을 들면 내가 슬프진 않을 텐데. 어쩌냐? 형아 눈물 날라 그런다. 이제 막 구조돼서 구급차에 실려가는 판국이야. 페이토로 저러고 있겠냐? 생각을 일이라도 하고 살아. Wieso ist schwarz geworden? Die Animation hat sich doch geändert. 아니면 탈락자일 가능성은? Aber das, Dominic, das möchte ich auch noch mal haben, weil das sind die besten Charaktere alle zusammen bis auf mich. Also Do-Yoon fehlt halt ein bisschen, aber das ist okay. Das fand ich gut. Das hatte ich auch schon gedacht. Das hatte ich auch schon gedacht, weil bei uns ja noch ein Profil fehlt, ne? Besta 탈락자 말이야? 어느 정도는 뒷사정을 알 수도 있잖아. Ich meinte Do-Yoon nicht mich wirklich. 떨어진 다음에 알긴 힘든 정보 같은데. 떨어졌는데 저런다고 무슨 득을 보겠어. 자기가 못 올라가면 끌어내리기라도 하려는 게 사람이니까. Warum auch keiner versucht hat, Sail zu verprügeln? Das ist die einzig wahre Frage. 그게 아니면... Mit ihrem Kopf weiter unten hebt sie ihre Augen und starrt auf den Rest der Gruppe. 여기 우리들 중에 하나 어때? 개인적으로 알았던 걸 터뜨려서 아예 보내려고. 계정이 다르잖아. S승연인데? 다른 계정 굴리는 거지, 부계정. 워치 쓰는 거 서로 확인해 본 적도 없잖아. Genau in dem Moment kommt uns etwas in die Gedanken. Im Gegensatz, was Ina sagt, ist es eigentlich unmöglich, für die Teilnehmer einen anderen Account zu nutzen. Ina, 잠깐. 출연자가 부계정을 쓰는 건 불가능해. 왜냐하면. 왜냐하면, weil? Die Gründe für den Einsturz, genau, nein, hier, die Sponsored Watches, Gott sei Dank, das war einfach, das war einfach. 워치 한 개뿐이잖아. 그런데, 무슨 말이 하고 싶어? Warte, aber sie könnten Sunyons Watch haben. Oh, das findet er gut. 일침 제대로네. 아... 추리를 하시려면 근거를 확실히 대셔야죠, 오이나 씨. Ina stand da einfach. Wusste nicht, was sie sagen soll. 도윤이 말대로야. 워치로는 공식 계정밖에 못 굴려. 쇼에서 준 워치. 거기 공식 계정이 귀속된 상태잖아. 우리 중에 S승연이 있는 건 불가능하다는 거지. Ja, der offizielle Fater-Account ist, hängt an der Uhr. Und es kann kein anderer Account benutzt werden. Schwierig, weil ja, ne? Ina nimmt, also macht einen Schritt zurück und beißt sich auf die Lippe. Kise 등등하시더니 어이가 없네, 진짜. 멀티가 됐으면 내가 진작에 굴렸지. 좋아. 인정해. 워치로는 안 된다는 거. 근데... 다른 기기가 없다고 장담할 수 있어? Sunyeon müsste doch auch eine Uhr haben, oder? Weil wir haben ja ihren Account in unserer Kontaktliste. Wow, 포기를 모르시네. 물러날 줄도 알아야지. Vielleicht braucht man ja auch eine Uhr, um Fater zu benutzen. Das hätte ja auch sein können. 좋아, 다 까보면 되잖아? Alle machen sich, ziehen sich aus?
Selbstbewusst nimmt er die inneren der Jackentaschen raus und schmeißt alles halt raus. Es wirkt so, als ob eine Inspizierung der persönlichen Gegenstände kurz bevorstand. Sale, 특별한 거 있나 확인해봐. Ernsthaft jetzt? Oh, 네, 알겠어요. Die Inspizierung ist vorbei. Alles, was sie hatten, ist ihre eigene Uhr. Ja, was erwartest du? Die waren da, die sollten auf die Bühne. Es sind Idols. Die haben sicher nicht irgendwie, keine Ahnung, Rucksack voll irgendwas dabei. 혹시나가 역시나지. 그렇죠, 인하님. 알겠으니까 좀 꼬지 말아줄래? 그런데 우리 한 사람을 빼먹고 있잖아? 승연? Oder Sale? Sale, okay. 장세일 FD님. 어머니 여기 계신 분인데 빼놓으면 서운하지. 내가 뭐? 가진 게 없는데? 그거야 당신께서 하시는 말씀이시고요. 해성 wackelt mit dem Finger. 메신저백. Wenn das schon Messenger-Tasche heißt, ja, dann muss da ja ein Messenger drin sein. 거기 뭐가 들었는지 아무도 관심이 없네? Sei grabbelt nach der Hand. Der Tasche ist다고. 맨날 들고 다니는 거. 네, 봐 봐. 수첩 하나만 들어가기엔 너무 큰데. 너무나도 커. 자기 빠져나왔다고 아주 난사하는구나 너. Wenn du der Einzige noch dabei bist, schon. 난사인지 적중인지 까 보면 알겠지. Heson geht auf ihn zu und Sale geht von ihm weg, so. 개인적인 물건이야. 왜 출연자도 아닌 사람을 잡아? Ach so, die Privatsphäre von Teilnehmern ist scheißegal. Okay, gut. 공익을 위해서인데 협조 좀 해달라고. 의심병의 아이콘 오이나님도 한 말씀 얹어주시죠. 이나 씨. 컴 이나. 그게. 야 이나 로스. 아깐 내 생각에 빠져서 좀 오버했어. 기분 나빴을 거야. 미안해. 에? 나인 Rocky Sale wird nicht in die Mangel genommen. Und dreht sich um Ina anzugucken. 지금 뭐라고 하신? 까보라는 둥 물고 늘어져서 미안하다고. 당기게 어쩌고 말도 안 되는 소리였는데. 에 fühlt sich seltsam, deswegen kratzt er sich nervös am Hinterkopf. 저기, 그래 인정하니까 좋잖아. 워낙 드문 장면이라 좀 익숙하지가 않네. Ja, stopp, warum macht sie das, um Sale zu verteidigen? Das ist die Frage. Er hebt plötzlich den Kopf und fasst die Uhr an. 아, 그래. 우리가 이렇게 마주보고 떠드는 중이잖아? Zu Drahtseil schon. 근데 페이터의 S승현이 또 글을 딱 올렸다면? 굳이 이 난리를 안 쳐도 외부인으로 끝나는 얘기였잖아. Er wird plötzlich ruhig. 혜성아, 왜 그래? Er fletscht die Zähne vor Wut. Mann, wir hätten vor... Jetzt speichern sollen und das nicht machen. Wie vorher schon angekündigt, die wahre Survival-Show Buried Stars wird weitergehen. Die Kameras sind alle begraben, also werde ich Fader benutzen. Die Teilnehmer mit den wenigsten Votes werden eliminiert. Der Loser wird getötet. Nur die besten Teilnehmer werden überleben. Ab jetzt solltet ihr euch selbst vermarkten, um im Rang zu steigen. Die Jury, der Standard der Jury ist Ehrlichkeit. Gesteht das, was ihr falsch gemacht habt, und
Entschuldigt euch bei euren Fans. 미친 소리도 정도껏해야 개성이지. 이게 진짜. Seine Hände fangen an zu zittern. 되는 대로 말하는 거야. 신경 쓸 필요 없어. 필요가 있고 없고를 떠나서 이건. Die nächsten Ergebnisse werden in einer Stunde herausgegeben. Kann Haesong im Ranking aufsteigen? Bitte zeigt uns viel Liebe und Unterstützung. Und votet fleißig. PD님 이름 달고 자꾸 개소리를 지저대잖아! Schlaf gut, Dex, und viel Erfolg morgen. Du schaffst das. Als Do-Yun dazwischen gehen will, fängt Haesong plötzlich an, in seine Uhr zu tippen. 이 새끼랑 맞다이 좀 까야겠어! Wer bist du? Du tust also so vorzugeben, der die Producerin zu sein und so Schwachsinn zu reden. Hör auf damit. Ah, Haesong. Kannst du mir nicht ein bisschen Respekt zeigen? Zeigst du gerade deine wahren Farben? Menschen ändern sich einfach nicht. Kein Teilnehmer ist überlebt. Sei es kein Teilnehmer. Ja, du hast recht. Hast du Angst, dass du niemanden auf deiner Seite hast? Ich hab dir gesagt, gestehe deine Sünden und sei ehrlich, wenn du im Rang steigen willst. Du versuchst, Sunyeon zu, also so zu tun, sich als Sunyeon auszugeben? Dongon, pack Trotzschutz, Alter! Nein! Nein! Wer ist der Troll jetzt? Sunyeon ist schon tot. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Also hör auf, Schwachsinn zu reden. Aber der Account hat doch gesagt, dass Sunyeon tot ist. Du machst doch alles nur noch schlimmer! Ja, wo haben sie ja? Kumyo, mit sind sie olagago isseo. All die Aufmerksamkeit und der Schock der Welt geht mir durch den Kopf. Klingelt durch meinen Kopf. 대답 안 하네. 이거 잠수 탔지? Seine Stimme zittert. 이젠 사칭 따위 못해. 꺼져버리라고. Ja, perfekt. Der hat... Alter, der kommt immer näher an uns ran. Warum? Der ist doch scheiße. Der ist gemein zu anderen. Und was ist mit New York? Warum geht der immer weiter hoch? Sanity low. Fully trusted. Ja gut, ganz ehrlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass Ina und Sail nicht ganz da sind. Weil ganz ehrlich, Sail und Ina sind, also... Ich finde es ein bisschen komisch, was zwischen den beiden da läuft. Ja? Ich finde es ein bisschen seltsam.